Mein heutiger Stadtspaziergang beginnt am Museumsplatz. Das ist jener Platz zwischen den zwei großen Museen in Wien, dem Kunsthistorischen, das wir gerade gesehen haben, und dem Naturhistorischen, das wir gerade jetzt sehen. Auf diesem Platz gibt es auch sehr verspielte Figuren, so wie diese zwei Pferdebändiger. Und wenn wir hier diesen Elefanten sehen, dann kann es sich natürlich nur ums Naturhistorische Museum handeln. Wir schwenken mal ganz hoch hinauf bei diesem Museum an die Spitze und sehen hier einen griechischen Gott, der sich sogleich in eine Göttin verwandelt, wenn wir um 180 Grad zum Kunsthistorischen Museum schwenken. Beide Museen wurden nach den Plänen der Architekten Karl von Hasenauer und Gottfried Semper in 20 Jahren Bauzeit erbaut. Und wir umrunden jetzt das Denkmal zwischen den zwei Museen. Und da sehen wir 8 Personen, teils zu Pferd, teils zu Fuß. Es sind die Berater und Feldherren jener Dame, die wir demnächst hier jetzt an der Spitze des Denkmales zu sehen bekommen werden. Es ist jene Dame, die auch die allgemeine Schulpflicht in Österreich eingeführt hat und auf deren Schoß der 5-jährige Wolfgang Amadeus Mozart saß und sie laut einem Brief seines Vaters Leopold rechtschaffen abgebusselt hat. Und jetzt zur Rätselauflösung, falls ihr es nicht natürlich schon längst erraten habt. Wartet mal, gleich kommt die Dame ins Bild. Sie hatte übrigens 16 Kinder, alle vom gleichen Mann, von ihrem angetrauten Ehemann Franz Stephan von Lothringen, der damals Kaiser von Österreich war. Sie selber, die Dame, war nur Erzherzogin, da Männer als Kaiser bevorzugt waren. Ihr Name natürlich Maria Theresia. Durch das äußere Burgtor gelangen wir zum Heldenplatz. Und auf diesem Heldenplatz befinden sich ganz viele interessante Bauwerke, Denkmäler und so weiter. Zunächst aber vor allem das Heldendenkmal für die Gefallenen aller bisherigen Kriege. Schwenken wir nun weiter vom Heldendenkmal über den Burgplatz. Ein Blick Richtung Nationalbibliothek und Prinz Eugen, mit dem wir uns später noch ausführlicher beschäftigen werden. Wir blicken weiter über den Heldenplatz bis hinüber zum Denkmal des Erzherzog Karl und zur Präsidentschaftskanzlei. Im neuesten Trakt der Hofburg befinden sich sowohl das Weltmuseum als auch die Österreichische Nationalbibliothek. Lohnenswert ist am Heldenplatz und in der ganzen Hofburg immer wieder ein Blick etwas nach oben. Hier finden sich verspielte Figurengruppen oder auch Ornamente. Diese hier übrigens im neuesten Teil, der direkt am Ring liegt. Links und rechts der Nationalbibliothek befinden sich Figuren. Diese stellen entweder Bevölkerungsgruppen der Monarchie oder geschichtliche Völker dar. Ich habe euch hier jeweils darunter die jeweiligen passenden Namen oder Völker dazu geschrieben und schaut euch das einfach mal in Ruhe an.
die Nationalbibliothek. Und wenn wir von der Nationalbibliothek einen Schwenk Richtung Heldenplatz machen, weiter sehen wir hier eine ganz bezaubernde Figur. Und auch hier wieder ein weiterer Blick. Verspielte Figuren, Fresken. Die Baumeister der Hofburg haben sich schon was einfallen lassen. Das Denkmal des Erzherzog Karl, jenes Mannes, der Napoleon 1809 in der Schlacht bei Aspern entscheidend besiegen konnte, aber ihn natürlich nicht aufhalten konnte. Und wenn wir hier das Denkmal betrachten, dann steht dieses Denkmal auf genau zwei Pferdebeinen. Ein wahres Meisterwerk. Dieses wollte der Bildhauer Dominik Fernkorn auch beim Denkmal des Prinzen Eugen wieder schaffen. Prinz Eugen, der die Türken vor Belgrad besiegt hat. Und wenn wir jetzt das Denkmal des Prinzen Eugen dann genauer betrachten, vor allem die zwei Hinterbeine, dann merken wir, hier hat es Dominik Fernkorn nicht geschafft. Er war angeblich so unglücklich darüber, dass er schwer krank wurde. Durch einen Durchgang mit Geschäften, wie sie wohl noch zur Monarchiezeit so ausgesehen haben, gelangen wir dann zum nächsten großen Hof der Hofburg, nämlich zum Inneren oder Franzenshof. Zur Baugeschichte der Hofburg, die ja schon im 13. Jahrhundert unter König Rudolf I. in der Erstform erbaut wurde. Der neueste Teil ist die neue Hofburg und sie wurde mit den großen Ringstraßenbauten gebaut. Mit 24 Hektar Fläche ist die Hofburg der größte für nicht religiöse Zwecke erbaute Gebäudekomplex in Europa. Rund 20 Millionen besuchen jährlich die Hofburg. Vom Franzensplatz gelangen wir durch das Schweizer Tor in den schon erwähnten ältesten Teil der Hofburg, den Schweizer Trakt. Im Schweizer Tor oben sehen wir Darstellungen der Wappen der damaligen Stammländer der Habsburger Monarchie. Und im Schweizer Hof sehen wir hier dann gleich rechts die Burgkapelle, die natürlich nicht mehr im Originalzustand ist, sondern ausgebaut wurde. Und unterhalb der Burgkapelle befindet sich die Schatzkammer. In dieser Schatzkammer gibt es viele Schätze der Monarchie zu bestaunen. Zurück am inneren Burg- oder Franzensplatz. Hier haben wir eben den erwähnten Schweizer Trakt, den ältesten Teil. Hier geht es weiter zum Leopoldinischen Trakt. Auch hier zahlt sich wieder mal der Blick nach oben aus. Eine wunderschöne Sonne nur und ein verspielter Turm. Und natürlich die gewohnten Abschlüsse der Dächer mit Wappen, mit Wappentieren, also alles, was die Monarchie damals halt so zu bieten hatte. Dieses Denkmal ist Franz dem I. gewidmet, der Erste als römischer Kaiser aus dem Habsburgerhaus war. Als Habsburger wäre er der Zweite gewesen. Deswegen ist er auch Franz der Zweite, der Erste. Durch das Michaelertor verlassen wir im Moment einmal die Hofburg. Das Michaelertor hat innen viele Details. Und so gelangen wir auf den Michaeler Platz, der an beiden Seiten von einem Brunnen beendet wird. Hier haben wir den Brunnen mit der Macht zu Lande, natürlich die Macht der Habsburger. Wir schwenken zum Michaeler Tor,
sehen beim Michaela Thor vier starke Männer, die eigentlich alles der gleiche sind, nämlich Herkules. Und jede dieser Figurengruppen zeigt eine andere Heldentat. Das Wappen der Habsburger und die Geschichte des Bauwerkes, das auch im Zuge des Ringstraßenbaus erbaut wurde, also erst vor etwas mehr als 150 Jahren. Herkules Teil 2 haben wir hier und wir schwenken weiter zum Abschluss auf der anderen Seite mit dem zweiten Brunnen und zwar mit der Macht zur See. Wir gelangen auf den Josefplatz, wo sich, eh schon wissen, ein Blick nach oben auszahlt. Und den Platz beherrschend steht das Denkmal Josef II. Im Stil eines römischen Imperators. Eine kleine Anekdote zu Josef II. Eines Tages ärgerte er sich über Kanzler Kaunitz maßlos und schrieb auf ein Blatt, Kaunitz ist ein Esel. Darunter setzte er seine Unterschrift Josef II. Kaunitz meinte zur Majestät, wollen Sie sich selber beleidigen? Josef ganz erstaunt, warum? Kaunitz las ihm das Ganze langsam und betont vor. Kaunitz ist ein Esel, Josef der Zweite.